Hallo Ernesto, kannst du mich hören? Immer die erste Frage. So. Ich kann dich hören. Hallo Timo, grüß dich. Ja, mag auch daran liegen, dass du auch in Köln bist und ich hier in Köln und da ist doch irgendwie noch eine kürzere Leitung als irgendwie über den Internetknoten. Herzlich willkommen, Ernesto. Hallo. Cool. Dich kann man auch gut hören, deine Präsentation ist schon da. Kleines Statement zu dem Vortrag von Anne, hast du ein bisschen reinhören können? Habe ich. Ich fand es super spannend. Ich habe auch einen gewissen Forschungs-Background, auch in Aachen eine Promotion gemacht zu virtuellen Kraftwerken. Aber ich habe mich schon ein bisschen auch über deine Steilvorlagen gefreut, ganz am Ende, weil in der Tat aus unserer Sicht die ganz große Frage ist, Forschung extrem wichtig, neue Technologien wichtig, aber das große Problem ist, wie kriegen wir das ausgerollt und wie kriegen wir das wirtschaftlich abgebildet? Cool. Eben war so ein kleiner Aussetzer im Ton. Vielleicht kannst du noch mal irgendjemanden das Fortnite abstellen bei dir im Büro. Vielleicht hängt er auf der Leitung drauf. Ansonsten wünsche ich uns allen einen guten Vortrag. Chat, es kommt langsam in die Gänge hier. Nagelt auch den Ernesto und mich mit Fragen und jetzt erstmal gucken, was er uns mitgebracht hat. Viel Spaß beim Ernesto und seiner Keynote hier. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass der Ton jetzt hält. Also mein Name ist Ernesto. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von 100 aus Köln. Das ist eine Firma von im Moment über 30 Mitarbeitern bereits, gibt uns 3,5 Jahre und wir versuchen Mieterstrom in den Massenmarkt zu bringen. Und da habe ich eben ein paar Impulse mitgebracht. Erstmal einen Blick auf das ganze Thema Mieterstrom, weil ich glaube, viele Stadtwerke hatten schon Berührungspunkte, ein bisschen verschrien und ich will euch alle überzeugen und euch auch aufzeigen, dass eben 2021 das Jahr des Mieterstrom-Rollouts wird. Und alle motivieren, wenn es nicht eh schon geplant ist, voll einzusteigen in diesen Rollout. Genau, von daher wird aus Pilotieren skalieren. Und ich starte mal mit einer Grundsatzansicht, die, glaube ich, extrem wichtig ist, nochmal zu verinnerlichen. Wir wissen alle, Klimaschutz muss stattfinden. Wir wissen alle, wir haben hohe Klimaschutzziele. Und die werden auch nochmal jetzt auf EU-Ebene verschärft. Aber man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, was das alleine im Gebäudesektor für Deutschland bedeutet. Wir müssen von jährlich fast 120 Millionen Tonnen CO2 um 40% runter, ja, und entsprechend fast 50 Millionen Tonnen CO2 in 2030 pro Jahr einsparen. Das ist in allen Sektoren schwer, aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe Immobilien, nicht bewegliche Objekte mit sehr viel Infrastruktur und teurer Technik, ich glaube, dann muss man echt nochmal ein bisschen das Gespür dafür entwickeln, was das für eine Herausforderung ist. Aber nicht lamentieren, es geht darum, das jetzt zu schaffen. Die Immobilienunternehmen haben jetzt diese Aufgabe von ihren Vorständen loszulegen. Und entsprechend gibt es dann 3 relevante Hebel, auf die man da schauen kann. Ja, wie kommt man runter beim CO2 im Gebäude? Heizen, ganz klar. Ne? Austauschen von Öl- und von Gasheizungen gegen effizientere Blockheizkraftwerke oder sogar noch besser Wärmepumpen. Kostenintensiv, dauert, mache ich nur im Rahmen eines Sanierungszyklus. Also wichtiger, essentieller Hebel, aber auch keiner, den ich jetzt über Nacht komplett realisiert bekomme im Gebäudebestand. Das zweite Thema, Dämmung, spielt natürlich zusammen mit dem Heizen. Je besser ich gedämmt habe, desto weniger muss ich auch heizen. Aber auch hier gilt, Fassade und Dach, das tausche ich nicht mal alle 2 Jahre aus. Das sind Sanierungszyklen von aktuell 1%, also nur jedes hundertste Gebäude, das pro Jahr saniert wird. Da müssen wir höher und besser werden, aber gleichzeitig können wir auch nicht erwarten, dass das jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon den CO2-Effekt bringt, den wir brauchen. Und letztlich bleiben wir dann bei einem Thema, wo wir sagen, das kann ich eigentlich schneller pushen. Und das ist die Stromseite im Gebäude. Die ist zwar prozentual etwas weniger CO2-relevant als die Wärmeseite, aber nichtsdestotrotz habe ich in Gebäuden Haushalte, ich habe Gebäudetechnik, die Strom braucht. Und wenn ich es schaffe, diesen Strom nachhaltig bereitzustellen, idealerweise eben auch teilweise vor Ort durch eine Photovoltaikanlage und oder ein BRKW, dann habe ich hier einen CO2-Effekt, den ich relativ schnell hebeln kann. Und darum soll es heute gehen, um genau diesen Hebel, zusammengefasst unter dem Begriff Mieterstrom. Das Prinzip ist relativ simpel. Aktuell ist es so, das wisst ihr alle sehr gut, Mieter oder auch Eigentümer von Wohnungen, genau wie Büros, ich bin jetzt heute ausnahmsweise tatsächlich im Büro, jetzt für den Vortrag, die sind häufig Mieter, die haben Teilfläche von einem gesamten Gebäude und jede einzelne Partei in so einem Objekt, die ist eben für sich dafür verantwortlich, in der Regel diesen Strom zu beschaffen, den man braucht. Im Idealfall bei einem von euch beim Stadtwerk,
in der Grundversorgung oder in einem Sondertarif, vielleicht auch bei einem Ökostromanbieter oder sogar bei einem Discounter, bei denen die besonders sparen wollen und dann online sich da immer was suchen. Das ging aber auch anders. Man kann natürlich auch, ähnlich wie das im Einfamilienhausbereich in Deutschland bereits fast 2 Millionen Mal der Fall ist, sagen, nee, ich erzeuge einen Teil des Stroms vor Ort durch eine Photovoltaikanlage und habe dadurch direkt einen großen Mehrwert, weil ich stelle diesen Strom nachhaltig bereit. Ich gebe den Mietern auf einmal wirklich ein eigenes Gefühl von einer eigenen Stromerzeugung und ich kann natürlich auch Kostenvorteile realisieren. Da gehen wir gleich drauf ein. Das heißt, man macht in Mehrfamilienhäusern Mieter, Menschen in Mehrparteien, auch Bürounternehmen in Büros zu Prosumern, so wie es viele Einfamilienhausbesitzer heute schon sind. Das Potenzial, das ist wirklich schier unendlich. Ja? Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das ist jetzt immer so ein Satellitenbild von Google Maps, einfach von der Umgebung unseres Büros. Allein da, wenn man mal guckt, wie viele Flachdächer ich hier habe, mit riesen nutzbaren, unverschatteten Dachflächen, auf Mietshäusern, auf Bürogebäuden, dann springt das eigentlich ins Auge und man stellt sich die Frage, hey, warum ist denn das nicht alles schon besetzt? Und wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, was das eigentlich für Vorteile bringt, gehe ich nochmal eins weiter. Ich komme viel näher in Richtung Klimaneutralität, CO2-Wende. Ich mache Energiewende für alle nutzbar, für die Mieter. Ja, und es ist auch noch potenziell rentabel für die Vermieter, für die mobilen Eigentümer und für uns alle als Energiedienstleister. Dann muss ich doch eigentlich sagen, es ist ein Win und noch ein Win und noch ein Win. Also genau das, wo nachher immer alle suchen, Win-Win-Win-Situation. Und es springt einem ins Auge, warum passiert das nicht jetzt schon massenweise überall in Deutschland? Warum sind wir noch in diesen Reallaboren, über die wir gerade gesprochen haben, und die auch bei neuen Themen wichtig sind? Bei einem Thema, wo man eigentlich sagen würde, PV auf Häusern, das ist ein Skalierungsthema und kein Forschungsthema. Die Realität ist leider noch eine andere. Das Wachstum ist schleppend. Wir haben 2017, da haben wir auch 100 gegründet, in dem Wissen, dass da ein Mieterstromgesetz kommt. Also erst 2017 wurde das Ganze gesetzlich so verankert, dass auch klargestellt wurde, wie läuft das eigentlich ab, wenn ich auf einem Mehrparteienhaus mit einer Photovoltaikanlage Mieter versorgen möchte, was sind die Abrechnungsregeln, Messregeln. Da wurde das mal so weit definiert, dass man zumindest halbwegs damit arbeiten kann. Jetzt könnte man links auf dem Chart, was man hier sieht, denken, wow, toll, das geht ja nach oben. Aber wenn man dann mal guckt, okay, 1000 Anlagen, die dann so ungefähr bis jetzt pro Jahr da drauf gekommen sind, sodass wir jetzt bei 3000 Anlagen sind, das ist nichts. Na, allein im Bestand haben wir heute, wenn man konservativ drauf schaut, mindestens mal 500.000 Gebäude, die sich heute für Mieterstrom eignen, vor Sanierung, ohne Neubau. Das heißt, selbst konservativ betrachtet haben wir ein Potenzial, was wesentlich größer ist als die 3.000 Anlagen, die wir bis jetzt haben. Also wir haben unter 1% ausgenutzt, Tendenz sinkend, denn es wird weniger zugebaut an Mieterstromanlagen, als Gebäude neu gebaut werden. Der Zustand ist natürlich nicht gut. Vielleicht nochmal einen Blick ein bisschen in die Details. Ich denke, vielleicht aus Stadtwerke-Sicht ganz interessant, auch wenn das hier viele Zahlen und Balken sind, trotzdem einfach für den Eindruck. Links sieht man die Anlagen einfach mal nach den Bundesländern. Ich hoffe, ihr seht mir die Abkürzungen nach. Ich denke, die meisten sind verständlich. Und man sieht dann mit den unterschiedlichen Farben je Balken, wann das gebaut wurde, die Mieterstromanlage. Und das ist einfach mal die Anzahl der Anlagen. Da gibt es jetzt erstmal nicht die ganz großen Überraschungen. Ich sage mal, der Süden und der Westen dominieren. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, klar, wie auch hier als flächenreiches Bundesland und auch bevölkerungsstarkes. Hessen sehr stark. Hessen ein spannender Case, weil hier auch mit der Mainova in Frankfurt es auch ein Stadtwerk gibt, was einfach viel pusht. Aber wir sehen gerade, wenn wir Richtung nach links gucken, da bei den Bundesländern, insbesondere im Osten, wo vielleicht auch die Netzentgelte sehr hoch sind, wo eine Erzeugung vor Ort einen großen Mehrwert auch für die Mieter bringen würde, relativ wenig. Ganz links Bremen mit, ich glaube, 7 Mieterstromanlagen. Davon haben wir eine gemacht, die allererste, 2017 sogar noch. Seitdem ist leider in der Stadt bisher fast nichts passiert. Überraschend für mich war auch nochmal bei der Auswertung zu sehen, rechts, wenn wir nach der Größe gucken, das sind die Balken aufgestellt, nach wie groß in Kilowatt-Peak sind denn diese Mieterstromanlagen. Dann sehen wir, die sind tatsächlich ziemlich klein. Also der größte Teil der Anlagen in der Verteilung ist kleiner 10 Kilowatt-Peak. Das ist überraschend klein und das deutet darauf hin, dass wahrscheinlich von dem ohnehin kleinen Volumen ein
großer Teil so 2, 3, 4 Parteien Mietgemeinschaften sind oder WEGs, die das mal für sich als Projekt gemeinsam gemacht haben. Aber so dieser Massenbau von irgendwie 10 Parteienhäusern, wo eigentlich mindestens mal 20 Kilowatt Peak draufpassen würden, da ist echt wenig passiert. Und um dann so ein bisschen dieses ernüchternde Bild nach hinten mal abzurunden, warum ist das so, gibt es relativ klare Erklärungen für. Ja, es gab ein Mieterstromgesetz, das hat einiges geregelt, das heißt aber nicht, dass es dadurch einfacher wurde, sondern im Gegenteil wahrscheinlich eher komplexer. Wir haben eine hohe technische Komplexität, gerade die Dachstatik, aber vielmehr noch die Elektrik im Keller. Was muss ich da umrüsten? Wie sind jetzt in dem jeweiligen Netzgebiet die technischen Anschlussbedingungen? Die Kosten werden dann häufig auch hochgetrieben durch, sag ich mal, relativ strikte Anforderungen im Bereich der Gebäudeelektrik. Und auch eine prozessuale Komplexität. Wie rechne ich das ab? Wie bilanziere ich das? Wie läuft der Prozess? Kriege ich die Mieter zur Teilnahme? Sehr, sehr viele Stellschrauben, die es dazu zu schrauben gibt. Und insofern gewissermaßen abschreckend. Zweitens, auch ergeben sich aus dieser Komplexität recht hohe Anfangskosten, teilweise auch, wenn man es falsch macht, recht hohe laufende Kosten und entsprechend überschaubare Renditen. Drittens, ein Riesen-Megathema für die Immobilienunternehmen, wenn sie investieren in Photovoltaik, wenn sie da mitmachen beim Mieterstrom, die große Sorge, Gewerbesteuer infiziert zu werden, das heißt, die Gewerbesteuerbefreiung auf Mieteinnahmen zu verlieren und dann letztlich auch das Thema, dass, wenn man ehrlich ist, CO2 für gerade Immobilienunternehmen, ich sag mal vor Ende 19, Anfang 20 einfach noch nicht das Thema war. Da hieß es noch, komm, das machen wir später. Das hat sich durch Greta, durch Fridays for Future, durch das Klimaschutzgesetz und einen Haufen an elementaren Regulierungen drastisch geändert, worüber wir uns natürlich freuen. Und da komme ich jetzt mal zum Blick nach heute, auf heute und auf die Zukunft, und zwar nicht die ferne Zukunft, sondern die in 21. Da gibt es zumindest aus Sicht von 100 Grund zur Freude und ich glaube auch für diejenigen von euch, die sagen, sie wollen da mitmachen, viele, viele Chancen. Denn wir haben eine grundlegend neue regulatorische Situation und dadurch auch ein grundlegend anderes Bild der Immobilienwirtschaft auf das Thema Mieterstrom. Erstens die EEG-Novelle, die jetzt in Kraft getreten ist. Die ist ja in vielerlei Hinsicht wirklich nicht unbedingt ein großes Treiberinstrument für die Energiewende. Mal wieder nicht. Wird sicherlich auch nicht die letzte sein, spätestens nach der Wahl wird da mehr kommen. Aber beim Thema Mieterstrom hat sie grundlegende Verbesserungen gebracht. Deutlich erhöhte Förderung, stabilere Förderung, Peer-to-Peer, also Quartiersbelieferungsmodelle, die jetzt eben ermöglicht werden. Und ganz wichtig, das Thema Gewerbesteuerinfizierung wurde zwar noch nicht gesetzlich jetzt direkt gelöst, aber in einem Entschließungsauftrag eben klargestellt, dass Immobilienunternehmen bei Mieterstrom nicht in die Falle der Gewerbesteuerinfizierung laufen sollen. Mindestens genauso wichtig, die Kommunen und die Länder, die zusätzlich für sich handeln, die sagen, wir wollen klimaneutral werden, wir haben das vorhin gehört, Stadt Düsseldorf bis 2035, Köln ist nur 3 Jahre später dran und so gilt das für viele Städte und Länder und Gemeinden. Die müssen jetzt schon handeln, die können nicht auf die Bundesregulierung warten. Und deshalb gibt es in unzähligen Städten wirklich mittlerweile dicke, fette Fördertöpfe für PV und auch für elektrische Umrüstung für Mieterstrom. Zum Beispiel jetzt in Stuttgart, in Köln, in Düsseldorf, aber auch in Thüringen, in Berlin und so weiter. Und on top sogar eher so über dieses Fördern und Fordern auch die Solarpflichten, die jetzt kommen in den nächsten Jahren, vornehmlich im Neubau, aber teilweise auch bei der Sanierung. Hamburg, Baden-Württemberg, Berlin sind da Beispiele. Das heißt, das ist ein Riesenmomentum, gerade für kommunale Wohnungsunternehmen, jetzt zu handeln. Und dann ergänzend dazu die EU-Ebene, die noch ein bisschen abstrakt und weit weg wirkt, die aber einen riesen Impact hat. Die EU-EED, also die Energy Efficiency Directive, die schon Ende 18 beschlossen wurde, die jetzt immer mehr in Gesetze überführt wird und auch der Green Deal, der gerade beim Thema Gebäudestandards und Gebäudesanierung ein echtes Feuer entfachen wird. All das ist nichts, was wir uns ausdenken, weil wir darauf hoffen, sondern das ist eine Realität, die jetzt die Immobilienunternehmen und die Vorstände schon verstanden haben. Mieterstrom ist jetzt Vorstandspriorität. Ja, überhaupt CO2, Top 3 Vorstandsthema in den großen Immobilienunternehmen und Mieterstrom einer der Säulen bei dem Thema. Das gilt jetzt für Unternehmen wie Vonovia, die das ja mit dem 1000-Dächer-Programm auch schon vor längerer Zeit angekündigt und gestartet haben und auch
immer stärker jetzt klar gemacht haben öffentlich, dass sie das vor allem in Kombination mit Mieterstrom sehen. Deutsche Wohnen, Joint Venture mit der GTEC für Mieterstrom und E-Mobilität. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Ihr seht hier auf der Seite auch einige Unternehmen, die bei uns schon Kunden sind. Die LEG zum Beispiel aus Düsseldorf Nummer 3 in Wohnungen in Deutschland, die da Vollgas geben. Die GRG hier in Köln, einer unserer größten Kunden, die ganz konsequent in jedem Neubau Mieterstrom machen und auch den Bestand angehen. Die THG und so weiter. Das ist jetzt ein Thema und nicht erst bald. Und deshalb wage ich jetzt mal eine Prognose, die, glaube ich, auch ein Appell sein soll dann am Ende an euch, nämlich wir werden jetzt eine drastische exponentielle Mieterstromentwicklung sehen, die dieses Jahr beginnt, die weggeht von diesen 1.000 pro Jahr. Wir werden über 90% Mieterstrom im Neubau sehen. Ich glaube, dass im Laufe dieses Jahres eigentlich kaum noch eine Projektentwicklung neu gemacht wird, geplant wird, ohne PV und Mieterbelieferung und E-Mobilität natürlich. Wir werden vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber spätestens im nächsten Jahr über 50% Mieterstrom bei Dachsanierungen sehen. Das heißt, immer wenn ich ein neues Dach mache, gucke ich, dass ich PV mitmache und das ist auch im Mehrfamilienhaus dann einfach sinnvollerweise Mieterstrom. Wir werden bei fast allen kommunalen Wohnungsunternehmen Mieterstrom-Rollout sehen, wenn er nicht schon begonnen hat. Besonders wichtig für Stadtwerke, da als Partner irgendwo auch fähig und lieferfähig zu sein. Bei den sehr großen Wohnungsunternehmen, den börslich gelisteten, auch weil der Druck vom Kapitalmarkt gewaltig ist, da jetzt zu handeln. Und gerade das Thema E-Mobilität, Ladesäulen, wird immer mehr in einem Standard kombiniert mit Mieterstrom in den Mehrfamilienhäusern umgesetzt werden. Wenn ich die Elektrik anpasse für Ladesäulen, bringe ich Mieterstrom mit. Wenn ich die Elektrik anpasse für Mieterstrom, bringe ich Ladesäulen mit. Insofern klares Kombipaket. Und das führt dann uns zu einer Prognose, die sieht jetzt erstmal irgendwie mutig aus, die halte ich ehrlicherweise für konservativ, dass wir in diesem Jahr von 1.000 pro Jahr wegkommen, eher in Richtung 2.000 in diesem Jahr an Mieterstromanlagen, die dazukommen und dass wir eigentlich eine Verdopplung dieses Ausbaus pro Jahr sehen, auf 5.000, auf 10.000, auf 20.000, so dass ich damit rechne, dass wir über 100.000 Mieterstromanlagen 2025 am Jahresende haben. Und wenn man sich vor Augen hält, dass das Förderregime auf 500 Megawatt ausgelegt, das entspricht ja so ungefähr 25.000 Anlagen pro Jahr, dann seht ihr, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Es stellt sich natürlich die Frage, ist das aus Stadtwerke-Sicht ein Segen oder ist das ein Fluch? Und das ist wie immer im Leben dann irgendwie auch eine Frage der Perspektive und dessen, was ich daraus mache. Ein Segen ist es, weil es kann einer der ganz großen Schlüssel zur CO2-Reduktion sein. Und ich denke, Stadtwerke haben da gerade auch mit Blick auf die Stadträte, die immer grüner werden, die immer höhere Klimaneutralitätsziele haben, haben da natürlich auch einen gewissen Druck und eine Verantwortung. Zweitens, es kann ein ganz tolles Instrument sein, um im Strom wieder bessere Margen zu haben, sag mal, beyond Grundversorgung, wenn man so will, und auch eine Kundenbindung langfristig zu schaffen. Und es ist einfach ein ganz entscheidendes Thema in der Kopplung mit E-Mobilität als Angebot an die Wohnungswirtschaft in der Region. Ich kann natürlich auch sagen, es ist ein Fluch, denn es forciert weiter den Abgang aus der Grundversorgung. Muss man klar sagen, wir kommen auch viel in die Quartiere, wo vorher viele Leute in der Grundversorgung einfach sind, die dann in den Mieterstrom wechseln. Es ist auf Netzbetreiberseite, wenn ich das IT- und prozessmäßig nicht angehe, sondern das mit meinen bestehenden Prozessen lösen will, ein Riesenaufwand. Und es ist letztlich auch natürlich irgendwo so eine gewisse Gefahr der entgangenen Netzentgelte. Da wäre so ein bisschen meine Aussage, es ist ein Segen, wenn man mitmacht und ein Fluch, wenn man es sein lässt. Und Ernesto? Ja. Ich habe so viele Fragen hier im Chat und wollte mal fragen, ob du noch viel Zeit brauchst oder ob wir. Nee, gerne, lass mich noch. Lass mich nur einmal vielleicht noch anreißen, wie wir das angehen und dann 2 Minuten ja. Nach der Pause. Alles klar, gut. Ja. Genau, weil mir wichtig ist, dann einfach, ohne dass ich jetzt auf die ganzen Details eingehe, die da noch kommen, zu betonen, dass wir uns immer stärker verstehen, wir sind gekommen her von, wir sind selber Mieterstromanbieter, verstehen uns aber immer stärker als Dienstleister von Dritten, die Mieterstromanbieter sein wollen und arbeiten natürlich auch sehr, sehr gerne und auch immer mehr mit Stadtwerken zusammen, die in ihrer Region mit der lokalen Wohnungswirtschaft starke Verbindungen haben. Und was wir letztlich da mitbringen, ist ein komplett smart mieterbasiertes Abwickeln von Mieterstrom, hochskalierbar von der Gebäudeprüfung bis zur laufenden Abrechnung, komplett App-basiert, ja, einfach immer so ein paar Eindrücke für die Mieter, aber auch für die Immobilienverwalter und letztlich für euch als Stadtwerke.
das Ganze in verschiedensten Modulen dann abgebildet, so dass man sich zusammen hinsetzen kann und sagen kann, was macht ein Stadtwerk, was macht ein 100, wie macht man am Ende eine runde Lösung drauf. Und eben auch wichtig, erweiterbar, nicht isoliert gedacht, sondern digital gekoppelt mit dem Thema Submetering, Wärme-Wasserabrechnung und auch E-Mobilität. Und mit diesem Gesamtangebot, glaube ich, können wir zusammen mit der Strom extrem viel bewegen. Jo, lassen wir uns loslegen. Das ist cool. Danke, Ernesto. Danke. Cool, also wenn ich das für mich jetzt so zusammenfasse, nochmal so, ich habe so gestutzt, weil ich gesagt habe, das Gesetz kam 2017 raus und habt ihr eine Firma gegründet. Da dachte ich, oh, das ist aber gefährlich, so auf dem Gesetz eine Firma zu gründen. Aber jetzt so hinten raus habt ihr offenbar lange den Atem gehabt, bis heute durchzuhalten, wenn du sagst, jetzt löst sich das alles so ein bisschen. Nochmal eine Regulierung drauf. Auch dieser Satz fand ich gut. Jetzt kommt eine neue Regulierung und jetzt können wir skalieren. Also Gesetze können sozusagen in die eine oder andere Richtung gehen. Und auch, dass die Vorstände draufgehen und E-Mobilität pusht. Insofern, ja, kann ich das gut nachvollziehen. Die Fragen, die hier kamen aus dem Chat, ich muss jetzt hier nochmal wieder hoch. Wie sieht es aus, wenn auch Batteriespeicher im Haus installiert werden? Ist das abrechnungstechnisch eine zusätzliche Hürde oder gut machbar? Ich würde jetzt mal fies zurückantworten, das kommt auf den Netzbetreiber an. Also es ist auf jeden Fall machbar und wir haben zahlreiche Gebäude mit Batterien. Okay. Das rechnet sich ehrlicherweise heute noch nicht. Also die Kosten für die Batterie gegenüber der Eigenverbrauchssteigerung. Aber abwicklungstechnisch ist das für uns ziemlich gut machbar. Und wir haben, ich glaube, 15, 20 Objekte mit Batterien auch. Okay, gut. Da war noch eine Abfrage zu den Abrechnungs. Das haben wir. Das Thema hier mit Handwerkern hatte ich noch im Chat. Gibt es überhaupt Handwerksbetriebe, um solche Mengen an Installationen, die jetzt auf uns zukommen, wenn man deinen Prognosen Glauben macht, gibt es die das machen wollen? Jeder weiß, Handwerker gibt es gerade kaum. Total relevantes Thema und auch eins, wo wir sehr viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt haben, wie kriegt man eigentlich das Ganze so parzelliert, dass man mit möglichst vielen Handwerksbetrieben ohne Qualitätsprobleme arbeiten kann. Das ist ganz wichtig. Deshalb, was wir zum Beispiel intern wirklich machen mit unserem eigenen Ingenieur- und Operations-Team, ist, Gebäude vorzuscannen und sehr standardisiert zu verstehen, was muss dort geändert werden. Weil dann überlässt du diese Aufgabe nicht den Handwerkern. Da gibt es nämlich nur wenige Betriebe, die das hinkriegen. Und so kannst du damit vielen arbeiten und wir sehen die Möglichkeit. Aber keine Frage, ich glaube, die Energiewende insgesamt, nicht nur Mieterstrom, sondern auch E-Mobilität, wird stark auf die Elektriker ankommen und wie viele wir davon haben. Absolut. Genau, weil ich erinnere die Diskussion auch bei uns aus meinem Berufsleben, dass gesagt wird, viele Anbieter sagen ja, wir haben ein deutschlandweites Handwerkernetz für euch organisiert, die machen das dann schon. Da haben Stadtwerke oft das Problem, ja, aber dann ärgere ich meine lokalen Handwerker, doof. Okay, aber dann machen wir es mit lokalen Handwerkern. Ja, aber die wollen nicht so gern sich in so digitale Bestellstrecken reinzwingen lassen. Die wollen ihr eigenes Ding machen mit WhatsApp und dann nochmal Telefon und tschüss. Die wollen gar nicht so gesteuert werden. Ne? Auch echtes Problem. Eine Frage war noch, überhaupt Integration in Bestandssysteme der Abrechnung. Also die meisten Stadtwerke haben irgendwelche klassischen Systeme, dockt ihr da 1:1 ein, weil es auch nur KWH-Abrechnung ist oder muss man da ein bisschen schrauben oder was Neues gab braucht? Ja, genau. Also wir haben tatsächlich ein eigenes Software-Backend, was eben Abrechnung, Bilanzierung und alles macht und unsere ganz klare Empfehlung ist, lass uns mal mit unserem System loslegen und dann, wenn wir aus dem Pilotieren ins Skalieren kommen, dann eine Schnittstelle machen. Das machen wir auch so mit Immobilienunternehmen, auch in deren Miet-SAP oder andere ERP-Systeme. Aber unser System kann automatisiert vom Smart Meter bis ins Portal rein den Kunden abrechnen. Übrigens rechnen wir monatlich ab, nicht jährlich. Das heißt, jeder zahlt jeden Monat, was er verbraucht. Und lasst uns über das Thema Verknüpfung mit dem System sprechen, wenn das wirklich ein Businessmodell geworden ist, wo ihr in eurer Region sagt, jetzt fahren wir das hoch. Okay. Noch eine letzte Frage. Habt ihr schon mal mit Stadtwerken zusammengearbeitet als Dienstleistung? Ja, ne? Ihr habt schon, hatte ich das richtig mitbekommen? Ich darf das noch nicht sagen, aber wir haben, ich sag mal, hier in NRW jetzt eine Kooperation und das sind auch beides wirklich sehr große Stadtwerke. Arbeiten auch mit einem Ökostromanbieter zusammen, einem der ganz großen. Insofern ja. Und wir arbeiten auch mit Immobilienunternehmen, die selber teilweise auch als Stromanbieter auftreten. Das gibt es natürlich auch. Ich glaube, da ist auch wichtig für Stadtwerke, sich eben zu positionieren, damit das nicht überall passiert, sondern dass die Wohnungswirtschaft sagt, nee, ich überlasse meinem Stadtwerk das Mieterstromangebot. Insofern da auch der Appell, sich schnell zu positionieren und angebotsready zu sein.
Du bist jetzt mega abgehackt. Ich weiß nicht. Ich gucke mal zum Tim in der Regie. Das kommt bei allen so an, ne? Nee, okay, dann ist nur meine Leitung. Das ist immer so ein bisschen doof. Sorry dafür. Aber ich nehme jetzt nochmal mit. Ich fasse zusammen, weil du auch ein bisschen eingefroren bist. Ja, ihr habt schon mit Stadtwerk zusammengearbeitet. Okay. Bist du auch noch ein bisschen heute hier für Fragen? Der Paul hat das gefragt. Ja, du bist noch ein bisschen da. Ansonsten, ja, sind wir perfekt in der Zeit. Ernest, wenn es für dich okay ist, lassen wir dich ziehen. Sagen ganz liebes Dankeschön, dass du hier mitgemacht hast. Und ich hoffe, du hast noch viele Kontakte und es geht noch ein bisschen weiter und Mieterstrom explodiert tatsächlich auch ohne noch eine weitere Forschungsrunde. Danke dir. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.